Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Marvel's Avengers. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde. In diesem Video möchte ich euch kurz die Einstellungen zeigen, die ich benutze. Im Normalfall mache ich solche Videos nicht, aber bei diesem Spiel muss ich es einfach tun, da es mich von Anfang an ziemlich viel Nerven gekostet hat. Ihr werdet im Verlauf des Spiels sehen, dass sich die Qualität verändert hat und ich weniger Frame Drops habe oder verschmierte verschmierte Szenen haben, wenn man hin und her wechselt. Das Ganze hat eigentlich so begonnen, dass die PlayStation eigentlich die ganze Zeit im Ventiliermodus war. Also das heißt, die Ventilatoren waren immer auf höchster Leistung. Das hat mich dann irgendwann mal Sorgen gemacht und ich habe das dann versucht zu verstehen, warum das so ist. Es gab hier verschiedene Videos dazu und die einen davon sagten, dass es daran liegen könnte, dass die Ventilatoren zu viel Staub haben. Und dann gibt es auch die Videos dazu, wie man die PlayStation aufmacht, die Ventilatoren reinigt und sie wieder zumacht. Die Ventilatoren bei mir waren nicht wirklich so verstaubt wie bei diversen anderen. Von dem her war das nicht das Problem bei mir. Die Ventilatoren waren teilweise, also meistens immer auf höchster Leistung. Das heißt, wenn ich die Ventilatoren würde außerhalb der PlayStation montieren, dann hätte ich eine Drohnen-PlayStation, die wieder immer rumfliegen würde. Nach einiger Zeit habe ich dann Informationen gesammelt und viele Leute sagen, nachdem sie die Einstellungen angepasst haben, sei es besser geworden. Und es ist auch in meinem Fall, die Videos sind flüssiger, ich habe immer noch Frame Drops. Aber das ist nicht mehr so schlimm wie anfangs. Okay, dann gehen wir mal schnell rein. So, bei der Anzeige. Natürlich, die Textsprache Deutsch, Helligkeit ist bei mir ziemlich hoch oben, denn bei den Konvertierungen dann der Videos gibt es meistens ein bisschen Verlust. Titel, Untertitel sind farbig, da die verschiedenen Charaktere auch ihre eigenen Farben haben. Das brauche ich nicht, das habe ich auf Standard gelassen. So, hier bei der Grafikmodus gibt es zwei, es gibt die Höchstleistung und 4K. Da ich keinen 4K habe, musste ich hier auf Höchstleistung umschalten. Kontrast ist bei mir 1. So, Gameplay. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, was ich alles verändert habe, aber wir gehen einfach mal durch. Schwebflugstil 1. Dann habe ich die Vibration ist aus. Die habe ich ausgeschaltet und zwar aus diesem einzelnen Grund ist der Controller in gewissen Situationen, der ist einfach nur am Vibrieren und das ist dann ziemlich mühsam, wenn ihr dann in Kampfszenen verwickelt seid und es hört einfach nicht mehr auf zu vibrieren. Die Spielesuche bei mir ist deaktiviert. Ich spiele hauptsächlich sehr, sehr selten online. Meistens sind das bei mir Solo-Spiele. Okay, so hier fängt ist mal das eine. Und zwar gibt es teilweise, wenn ihr diese große Bots ausschaltet, dann müsst ihr die Quadrat-Taste dann entweder mehrmals drauf tippen, wie verrückt, bis sich dann etwas passiert. Ich denke, normalerweise ist es Standard und ich habe dann hier auf Antipping gewechselt.
Das müsst ihr dann auch mal kurz ausprobieren. So, die Kampagnenschwierigkeit ist normal bei mir. Backup-Spielstände, das habe ich nicht geändert. Okay, bei der Kamera. Kamera, normalerweise habe ich keine Veränderungen vorgenommen. Die sind so standardmäßig. Ich habe mal versucht drum zu spielen, aber ehrlich gesagt, ich sehe keinen großen Unterschied. Eines, was auch noch, was ich geändert habe, ist die Kameraempfindlichkeit. Sobald ich diese verändert habe, hat sich schon einiges, ist schon einiges besser geworden. Die Schüttelempfindlichkeit habe ich auf 0 runtergesetzt und das war auch sehr gut. Das hat auch sehr, sehr viel zu beigetragen. So, der Kameraabstand im Kampf, das ist sehr individuell. Für mich ist weit die optimale Lösung. Zielerfassung manuell. Das weiß ich nicht, ob ich das verändert habe. Aber das ist auch wieder sehr, das ist wieder Geschmackssache. Zielhilfe ist bei mir leicht, da ich mich ein bisschen schwer tue mit dem Zielen, mit dem Controller. So, die normale Steuerung. Die Cursor-Empfindlichkeit, ich glaube, ich habe hier nichts verändert, ist so geblieben, wie es ist. Kommen wir zum Ton. So, Dialogsprache Deutsch, Dialogstärke 10, die SFX-Lautstärke, was es immer noch ist. So, okay, das sind die Soundeffekte, die habe ich oben gelassen. Musiklautstärke, das ist ein ewiges, leidiges Thema. Ich habe die Musiklautstärke leider sehr tief unten, zwischen 1 oder 2, je nachdem. Und das hat auch seine Gründe. Ich habe Videos von mir, bei denen es Kopierrecht Probleme gibt. Es ist zwar nicht schlimm, aber was mich ziemlich ärgert, ist, dass es mehrere Firmen gibt, so wie ihr hier eingeblendet sehen könnt, die das Recht auf das Copyright haben. Das ist auch okay. Was ich aber nicht so richtig verstehe, ist, warum es teilweise bis zu 5 oder 6 verschiedenen Firmen gibt, die das Copyright haben. Das ist für mich ziemlich unklar. Leider gab es auch andere Vorfälle und schlussendlich habe ich mir dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann schalte ich halt die Musik ab. Was eigentlich ziemlich schade ist, denn diese Spiele haben wirklich herausragende Musik von guten Komponenten und es ist wirklich schade. So, wenn ihr das ganz normal spielt, schaltet die Musik ein, habt Spaß dabei. Es ist wirklich cool. Okay, dann rechtliches. So, hier gibt es nichts wirklich Interessantes. Ich hoffe, es kann euch auch helfen, wenn ihr auf der PlayStation 4 dieses Spiel spielt. So wie es auf der gesagt wird. Marvel's Avengers ist zwar für PS4 optimiert, aber ich habe hier meine Zweifel. Ich habe so oft Probleme mit dem Spiel gehabt. Ich denke, auf der PS5 läuft es sicherlich 100-mal besser. Es fängt nur schon mit den Ladescreens an. So, auf der PS4 habt ihr die Ladescreens von 90 Sekunden versus 7 Sekunden auf der PS5. Es ist dennoch trotzdem spielbar und es ist ein wirklich cooles Abenteuer, das es hier gibt. Okay, so nichtsdestotrotz, das war es eigentlich für dieses Informationsvideo und ich hoffe, ihr könnt davon profitieren. Und falls ihr aus das Spiel spielt, dann vielleicht kommt ihr dann zurück und setzt dann die Einstellungen so.
dass es dann flüssiger läuft.